Mit dieser Vollmond-Spüranleitung bist du eingeladen, einmal mehr deine Körperweisheit zu aktivieren, an diese anzudocken und so einmal mehr dich mit all deinem Sein in die Welt hineinzugebären. In dem Sinne lade ich dich ein, dich aufrecht hinzusetzen, auf einen Stuhl oder auf einem Meditationskissen, wo du einfach mal ankommst, ankommst in dir, in deinem Dich spüren. Nimm dir wirklich Zeit, dich, deinen Körper zu spüren im Hier und Jetzt. Ganz in dir. Lade dich und deinen Körper mit all seinen Anteilen ein, einfach zu sein, im Hier und Jetzt. Angedockt an die Frequenzen und Unterstützungsenergien der aktuellen Zeitqualität und der Kraft und Energie der Lichtkraft der Vollmondin. Wende dich wirklich nach innen und vertraue darauf, dass die Zeitqualität und das Außen für dich sind. Und du jetzt einfach hier sein kannst, sitzen kannst, in aller Ruhe, Gedanken loslassen kannst, dich ganz und gar in dich hineinsinken lässt, dich in deinem Körper spürst, deinen Körper spürst, wie er hier aufliegt, ob die Beine, dein Hintern, vielleicht bist du angelehnt in einem Stuhl. Vielleicht spürst du, wie deine Hände sich ablegen auf deinem Körper oder auf einer Stuhllehne. Wie und wo immer du gerade sitzt, nimm das wahr, dieses Jetzt. Dieses Jetzt in deinem Körper. Wo du einfach sein kannst und darfst. Sein als du, als der Mensch, der du bist. Mit deinem Atem, der dich nährt, der deinen Brustkorb hebt und senkt, deinen Bauchraum massiert. Und du darfst beobachten, musst nicht einlenken, etwas mehr machen, etwas besser machen, sondern darfst sein mit dir, deinem Körper, deinem Atem und all das, was sich zeigt an Gedanken, Gefühlen, Bildern, Erinnerungen. Denn das, was sein darf, kann sich verändern. Und sei eingeladen, einfach mit dem zu sein, was ist. Vertraue darauf, dass das Licht der Vollmond in dich durchdringt, dich erinnert, aktiviert in deiner Essenz. Eine Essenz, die sich einmal mehr entfalten möchte, wo vielleicht noch Teile im Schatten liegen oder gelebt werden und wo es jetzt an der Zeit ist, diese Aspekte einmal mehr ins und ans Licht zu bringen, mit Hilfe des Lichts, mit Hilfe von Liebe. Liebe zu dir selbst und all das, was du dir für dich bereits ermöglicht hast. Denn du bist am Leben. Du hast offensichtlich überlebt, was immer in deinem Leben schon war. Vielleicht liegt manches weit zurück, ist teilweise vergessen und doch für immer in dir, in deiner Zellerinnerung gespeichert, in deinem Körper. Ein Körper, der dich auch jetzt bewahren möchte vor weiteren Schmerzen,
Und manchmal, in völliger Unbewusstheit, starten Schutzprogramme, um dich zu schützen. Und jetzt, wo du in der Stille mit dir bist, sei eingeladen, diese Schutzprogramme einmal mehr abzulegen. Denn die Zeit ist gekommen, dass du erkennst, du bist sicher. Sicher in dir. Es geht nicht mehr darum, der Umgebung zu entsprechen. Und selbst die Umgebung hat sich gewandelt, ist eine andere. Du erlebst dich und deine Umgebung anders. Das Jetzt ist anders, als es gestern, letztes Jahr, vor 10 Jahren, wann immer auch war, oder? Spüre nach. Spüre in dich hinein. Mit jedem Satz einmal mehr. Du hast überlebt. Du bist sicher. Du bist geliebt. Was taucht in dir auf? An Gedanken, Worten, Erinnerungen, Bildern, Gefühlen, vielleicht auch Tränen. All das darf sein. All das ist. Erlaube dir, mit all dem zu sein. Sein, um zu sein, um du zu sein, um du selbst zu sein, als der Mensch, der du bist. Und für den Fall, dass du es als sehr nahe erlebst und vielleicht überwältigend, sei erinnert, du kannst einen Abstand wählen, einen Schritt in dir zurücktreten, um einmal mehr zu beobachten und gleichsam zu sein mit dem, was ist, mit dem, was sich jetzt zeigt, zeigen möchte. Und werde dir bewusst, alles ist in dir angelegt, was du für dein Leben brauchst. Und was immer sich dir zeigen will, ist für dich. Und jetzt ist die Zeit, dass sich Dinge wandeln dürfen, Sichtweisen verändern dürfen, die Kraft des Supermondes dich durchströmt, dich aktiviert, dich durchlichtet, vom Schatten ins Licht einmal mehr hin zu deinem wahren Selbst, deinem wahren Sein. Was immer war, war wichtig. Es braucht keine Bewertung, Entwertung, schon gar nicht von dir selbst. Du kennst die inneren Stimmen, die sich gegen dich richten. Vielleicht sind sie auch da. Dann lasse sie sprechen. Lausche, öffne dich für das, was sie sagen wollen. Sind sie wirklich gegen dich? Spüre wirklich hinein und nach. Bleibe bei dir. Laufe nicht weg von dir. Sei mit dir, jetzt. Sei mit dem, was ist.
um einmal mehr der Mensch zu sein, der du noch sein kannst. Mit einmal mehr Energie, die bisher gebunden war. Wende dich dir und deinem Inneren zu, mit all den Stimmen, Gedanken, Gefühlen, Bildern, Erinnerungen. Und wieder, wenn es sehr nahe ist, zu viel wirkt, zu tief geht, mach wieder einen Schritt zurück und finde den Abstand, den es braucht, um mit dem zu sein, was ist. Und dann sei mit dir, mit allem, was du bist, was dich ausmacht, mit allem, was war, mit allem, was noch sein darf, denn es darf immer noch besser werden. Was immer war, mag vielleicht offensichtlich nicht veränderbar sein, jedoch wie du es fühlst, dort liegt die Chance der Veränderung, die Chance der Heilung, der Durchlichtung, der Liebe. Es heißt, die Zeit heilt alle Wunden. Ich sage dir, die Zeitqualität des lichten Vollmondes durchflutet dich. Ob du heute, den 1. oder 31. August oder sonst für einen Tag hast, mit dieser Audio durchdringt dich die Qualität von Ock, dem weißen Hund. Der weiße Hund, der ich in meiner Sternenglyphe bin, für dich jetzt diese Worte spreche und gleichsam dich einlade, dich mit deiner Herzensqualität zu verbinden. Von Herz zu Herz mit dir zu sein, dir selbst zu begegnen, dir nahe zu sein, Tränen fließen zu lassen, Tränen der Liebe, Tränen der Transformation. Denn es darf sich verändern und es ändert sich jetzt gerade, jetzt, wo du diese Spüranleitung hörst. Und selbst wenn du dich daraus hinauslöst, die Qualitäten wirken weiter, denn Liebe ist für dich da, immerwährend, in dir und aus dir heraus. Und wann immer du aus dieser Anleitung hinausgehen möchtest, sei in Liebe mit dir verbunden, so wie ich dir Liebe sende. Von Herzen, Theresia.